Ja, Leute, willkommen zurück hier bei Fly Fishing Chronicles. Ich bin wieder auf dem Wasser, fleißig Content createn und ich bin heute wieder am Fluss unterwegs. Wir machen heute wieder eine schöne Drift runter. Habe ich um diese Jahreszeit ja auch noch nicht gemacht. Ich bin gespannt, wie es ist. Das Wasser ist sehr flach, es ist klar, langsam fließend. Ich werde anfangen auf Hecht zu fischen, habe aber natürlich alles andere auch mit. Also ich habe Tackle mit für Karpfen, Rapfen, Döbel, Nase, Alan, Brassen, alles Mögliche. Und ich bin gespannt, was an die Fliege heute geht. Bleibt dran. Oh ja. Und der erste Hecht hängt. Oh. Wundervoll. Wundervoll. Oder was ist ein Döbel? Ich werd bekloppt. Ein Döbel, das gibt's doch nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, das ist ein Hecht. Auf einen 20, 25 cm Streamer. Ich pack mein Leben nicht. Richtig großer kapitaler Döbel. Auf Streamer. Beim Hechtangeln. Ich fasse es nicht. Nur, dass ihr es nochmal seht. Hecht. Streamer hängt voll im Maul. Rabiat genommen. Krass. Der Streamer ist so 20, 25 cm groß. Ja, so knappe 57 hat er. Knappe 57. Ja, ihr seht dann nochmal. Schöner Dickkopf. Beim Hechtangeln auf 20, 25 cm großen Streamer. Schönes Ding. Ja, die Enttäuschung ist schon ein bisschen da, muss ich sagen, aber irgendwie trotzdem geil, dass der auf so einen großen, ja, der hat, ja, 20 cm großen Hechtstreamer gebissen hat. Immerhin, ich und meine Döbel. Irgendwie habe ich es mit denen. Wieder ein Döbel auf Hechtstreamer, das gibt's doch nicht. Wollen mich verkackeiern. Das ist doch Wahnsinn, ey. Zack. Krass. Wie ihr sehen könnt, der Streamer ist komplett im Maul drin. Das Vieh hat, keine Ahnung, 40, 45 cm, 20 cm Streamer komplett drin. Das ist der Streamer, das ihr mal seht. Der ist, ja, naja, gestreckt, ja, so knapp 20 cm groß. Ja, hier ist er noch mal kurz für die Kamera. Steckt absolut nicht drin. Also auf Trockenfliege gehen sie gar nicht mehr, aber auf diese großen Streamer jeden Herbst immer dasselbe. Ja, der nächste Döbel Pike Style ist gelandet. Ich habe nochmal nachgemessen, die Fliege hat solide 18 cm. Steckt absolut nicht drin. Ist aber ein Phänomen, was ich jedes Jahr immer wieder beobachte im Herbst. Plötzlich sind die Döbel nicht mehr ansprechbar mit Nymphe, mit Trockenfliege und dann fängst du die irgendwie beim Barschangeln, beim Streamern oder beim Hechtangeln. Woran das liegt, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er so einen Kältereiz eingesetzt und irgendwie versuchen die sich noch mal richtig fett zu fressen. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht so argwöhnisch sind, weil das Wasser ist niedrig, es ist klar. Man sollte eigentlich denken, dass die vorsichtig sind, aber genau das Gegenteil. Hat genau
vom Boot 3-4 Meter vom Boot gebissen, volles Rohr drauf geballert. Tja, immer schön hart am Zielfisch vorbei, so muss das sein. Wieder ein Döbel. War wieder dran am Streamer, ey, das gibt's nicht. Alles voller Karpfen. Leck mich am Arsch. Zwei Hechte. Kleiner hat gebissen, da war noch ein größerer 80er Hecht dabei. Oh ja. Hat erarbeitet. Trockenflieger. Ist unglaublich, was hier an Fisch rumcruist. Hechte gesehen, Karpfen gesehen. Rapfen, Döbel, Nasen, alles da. Oh, das ist ein Döbel. Ne? Da ist er, die Grashüpferfliege genommen. Ja, der Kleine darf wieder zurück. Zack. Ja, ich glaube, ich habe ihn gefunden, den Place to be für heute. Und zwar hier hinter der Brücke stromab. Da vertieft sich das Ganze ein bisschen und da sind jetzt momentan die ganzen Fische. Wir haben hier große Rapfen, Döbel, Nasen, Karpfen, großen Hecht gesehen. Hinter mir voll die Action. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Also es ist unglaublich. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Also Trockenfliege wollen die Döbel definitiv nicht mehr nehmen. Auch wenn wir einen gefangen haben, aber das mögen die nicht mehr so. Das nehmen die nicht mehr so als natürliche Nahrungsquelle wahr, nehme ich mal an, weil die das einfach nicht mehr gewohnt sind, dass Insekten ins Wasser fallen. Deshalb, wenn auf Döbel, dann wahrscheinlich eher mit Nymphe oder eben mit Hechtstreamer, wie wir gelernt haben. Ja, ich versuche jetzt nochmal hier ein paar Karpfen zu fangen. Oder ein paar Karpfen, ein Karpfen. Vielleicht nochmal einen Hecht zu fangen, die ich da drüben gespottet habe. Und dann schauen wir mal. Vielleicht, man sieht direkt hier vom Boot, schöner Dickkopf. Alles voller Fisch. Aber so richtig Bock haben sie nicht zu fressen. Schöne Karpfen dort unter der Brücke. Oh Mann. Hab direkt mal die 10er Karpfenfliegenroute ausgepackt. Kleiner Döbel gestreamert. Nebenbei zum Zeitvertreib. Und schaut euch an, wie grob eine 10er Rute ist. Das ist im Endeffekt auch nur eine kleine Spinnrute. Und dann gleich wieder zurück. Zack. Überhaupt kein Bock, ey. Null. Null Bock, die Viecher. Die schwimmen überall rum. Du wirfst die Fliege direkt vors Maul. Nichts. Keine Ahnung warum. Wieder Döbel, aber kein Bock. Richtig große dabei. Was fressen die denn jetzt? Hechtstreamer. Karpfen. Man sieht die halt zu spät. Man sieht sie zu spät. Hecht direkt vom Boot. Oh na. Hier wäre gewesen, ey. Mr. Esox, da war in lauer Position, definitiv. Ja, was soll ich sagen, harte Nummer, echt harte Nummer. Also die Fische, die schwimmen lebhaft umher, aber so richtig Bock zu fressen haben sie gar nicht. Eben gerade noch einen schönen Hecht verjagt. Natürlich hatte ich da wieder die Karpfenrute in der Hand. Ja, das ist halt das, ne? Man weiß hier, ist alles irgendwie so geballt auf einer Stelle, auf einen Haufen irgendwie, keine Ahnung. Du treibst 5 Meter, siehst einen Karpfen, dann treibst du 10 Meter weiter, siehst einen Hecht, dann kommt wieder Döbel, dann kommt wieder dies und jenes. Also es ist schwierig, sich da echt ein bisschen zu fokussieren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das muss ich noch ein bisschen üben. Was ich gar nicht auf dem Schirm hatte und was mir die Sache heute enorm erschwert, ist der tiefe Sonnenstand. Dadurch kann man gar nicht ins Wasser reinschauen. Das heißt eigentlich, so gut wie alles verspiegelt. Man hat nur ein ganz kleines Fenster, wo man ins Wasser reinschauen kann. Und das macht die Sache äußerst schwierig, weil wenn du die Fische siehst, dann haben sie dich schon lange mitbekommen. Also das macht es echt schwer. Also man kann jetzt nicht von der Distanz irgendwie spotten und sehen, ah, da sind Karpfen, dort sind Döbel oder so. Man sieht die eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Und das macht es echt ein bisschen tricky, muss ich sagen. Und
Ja, ich bin echt hart am Kämpfen, obwohl hier alles voller Fisch ist. Also ich weiß nicht, kennt ihr das? Es ist alles voller Fische, aber man fängt nichts. Was mache ich falsch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Oh ja. Fisch. Was ist es? Oh. Es ist sogar ein Hecht. Es ist sogar ein Hecht. Wenn auch nur ein kleiner. Aber ich hatte jetzt eben gerade schon die Befürchtung, es ist wieder ein Döbel. Den hat er gebissen. Klassischer Döbelstreamer. Tja, hier ist der kleine. Kein großer, aber immerhin Zielfisch. Endlich. Und zurück kann er. Dann beim nächsten Mal hoffentlich der große. Ja, das ist ein besserer Hecht. Das ist doch schon was Besseres. Das ist doch schon was Besseres, Jungs. Ja, ja. Versuchen auf der Rolle drauf zu bekommen. Wenn ich nicht gerade auf der Schnur stehe. Ja, da ist er. Ja, das ist schon ein bisschen was Besseres. Scheint wohl so ein Abendding zu sein mit den Hechten. Ich habe es fast schon gedacht. Ja, ich muss natürlich aufpassen aufs Kraut. Oh, das war ein schöner Einschlag. Genau da, wo wir den vorhin verscheucht hatten. Da kam jetzt auch der Biss. Ja, Hechte suchen immer dieselben Spots immer wieder auf. Voll genommen, ey. Voll genommen, ey. Jawohl. Ja, das hat Kraft gekostet. Oh, komm. Komm rein. Jawohl. Yes. Ich habe es für nicht für möglich gehalten. Oh, das tut so gut. Das tut jetzt so gut. Yes. Schönes Ding. Ja, da ist der gute. 77 cm hat er, aber extrem schön fett. Voll gefressen, so wie sich das gehört. Geiler Novemberhecht. Sehr schön. Lieg voll genommen, konnte aber gut befreit werden. Yes, bam, Zielfisch erreicht. Das freut mich. Und auch der Kollege darf natürlich wieder zurück. Beim nächsten Mal hat er vielleicht schon 80. Oh, schön, wie fett, wohl genährt, ey. Einwandfrei. Geil. Wieder ein Biss gehabt, oder? Oh nein! Ach du Scheiße! Irgendwas hat es durchgebissen.
Stahl. Oh nein. Biss gehabt. Und durch. Ja, neuer Streamer, neues Glück. Hoffentlich hält der länger. Schauen wir mal. Fisch. Und es ist ein Hecht. Es ist ein Hecht. Und der ist gut, der ist richtig gut. Der ist, glaube ich, noch größer wie der andere. Anker setzen. Wo waren die denn alle heute Nachmittag? Oh shit. Oh nee, die Schnur hat sich natürlich verfangen. Der ist gut, der ist gut. Oh, hat sich verfangen, so eine Scheiße. Ich muss noch dran nehmen, ich muss noch dran nehmen. Versuchen schnell zu keschern. Scheiße. Auch wieder ein Streamer vollgenommen, ey. Ich kann nicht über die Rolle drillen. Das ist natürlich richtig scheiße. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, die Flugschnur hat sich ums Ankerseil gewickelt oder um den Anker. Das war jetzt meine Angst. Ein bisschen am Zittern, ich bin ein bisschen am Zittern, ich gebe zu. Wo waren die heute Nachmittag alle? Ich check's nicht, jetzt auf einmal sind sie da. Yes. Ja Leute, hier ist die gute 95 cm. Schöner Fight gewesen an der 9er Routenklasse. Ich freue mich, dass es heute noch so geklappt hat. Das Blut muss spritzen, Leute. Das ist Hechtangeln, so muss das sein. Ja, ich setze den Fisch natürlich wieder zurück, aber erstmal geht es in Quarantäne in den Kescher. Einfach zum Monitoring schauen, ob es hier gut geht. Ich bleibe jetzt hier, warte noch 10, 15 Minuten und dann lasse ich sie schwimmen. Okay, ich glaube, es wird Zeit. Ich kann die gut entlassen. Dreh einfach den Kescher um. Und weg ist er. Wunderschön. Habe jetzt so 15, 20 Minuten gewartet. Den Fisch ordentlich Zeit gegeben. Und jetzt kann ich den ruhigen Gewissens zurücklassen. Biss gehabt gerade. Gibt's doch nicht. Keine Ahnung, ob Hecht oder Döbel. Aber gerade als ich ihn hängen lassen habe, den Streamer, gab es so einen Schlag in die durchhängende Schnur. Da Hecht. Hecht, Hecht. Hecht, da ist er, da ist er. Ja, schöner 80er. Ach, wo waren die denn alle heute Nachmittag? Das gibt's doch nicht. Genau die Stelle habe ich heute Nachmittag schon abgefischt. Das weiß ich ganz genau. Okay, letzter Streamerwechsel. Gleich bekommen wir den Nachläufer nochmal. Komplett andere Farbe dran gemacht. Los geht's. Hecht wieder Nachläufer, da ist er. Es
gibt's doch nicht, ey. Ah, der hat den Braten gerochen, oder? Der hat den Braten gerochen. Ja, Leute, bis auf den 80er Nachläufer ging jetzt leider nichts mehr. Der Tag hat langsam gestartet und dann heute Abend waren plötzlich die Hechte aktiv. Ist auch um die Jahreszeit meiner Erfahrung nach ganz normal. So November, Dezember, da sind immer so die letzten 2 Stunden vor Sonnenuntergang mit Abstand die absolut besten. Also wenn ihr jetzt auf Hecht rausgeht, geht wirklich am späten Nachmittag raus und angelt in die Dunkelheit rein. Besser geht's nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche selber viel Spaß bei euch am Wasser. Fangt was Großes. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.